kann mir jetzt mal jemand erklären, wie genau wird diese Evox eigentlich unauffällig befreien wollen? Naja, wir stimmen leise hinter die Reihen der Druiden und nehmen sie leise wieder mit. Aber die Druiden werden doch merken, wenn eine ihrer Geiseln weg ist. Ich meine, so hohl sind selbst die nicht. Mach dir nicht den Sand Trooper. Wenn uns tatsächlich ein Druide in so einen Weg stellt, wir haben Geschütz dabei. Achtung, Achtung, Sanquarium Mond erreicht. Bitte bereit machen für Durchbrechen der Blockade. Der Blockadencode lautet KK1148. Roger, Roger! Sie haben's geschluckt, Männer. Wir beginnen nun die Landung auf Endor. Keine Patrouille zur Wache oder zur Waldpatrouille hier. Ist aber ungewöhnlich, wenn sie hier so wertvolle Erze suchen. Finden Sie nicht auch? Nein. Commander Bär, Sie und Team Delta gehen durch den Minentunnel zum Dorf. Ich und der Sergeant versuchen es über den Berg. Dann treffen wir uns vor dem Dorf. Jawohl, Sir. Okay, Männer. Dann will ich mal sagen, ab durch den Tunnel. Commander Bär, da kommen wir nicht ungesehen vorbei. Tja, wir haben es versucht. Halt! Die sind ausgeschaltet. Lasst sie so sein. Aber nein, das ist die Evox. Es war komisch. Sie hätten uns auch nicht verschont. Okay, dort unten ist das Dorf. Die Geiseln werden von 3 Druiden bewacht. Wir müssen die Druiden von hier aus mit einer Scharfschütze ausschalten. Genau mein Job. Deckung, Evox. Guter Schuss. Sergeant, es scheint jedoch eine größere Druidenarmee zu warten. Ich habe derweil in der Republik auf eine Verstärkung gehofft. Ich setze mich gleich mit Ihnen in Kontakt, Sir. Gut gemacht, Männer. Ich bin stolz auf euch. Jetzt müssen wir nur auf ein Kanonenboot warten, das uns abholt. Druiden! Wo? Code, pass auf! Wo bin ich? Du bist ein geheimen Krankenlazarett der 333. Klonlegion. Und was ist mit mir? Du hast eine Gehirnerschütterung durch eine Druiden-Erschütterungsgranate bekommen. Aber der Arzt sagt, es wieder alles gut. Kannst du mal von Glück reden? Wie heißt du eigentlich? CC4487. Nicht deine Nummer, deinen Namen. Alle nennen mich Code. Nun dein Code. Ich bin Kelly. Willkommen in der 333. Legion. Ich war gerade mal eine Woche in der 501. Legion, als man mich wieder entriss. Um mich ging es mir nie. Es ging mir immer nur um Devon. Lebte er noch? Wer hielt ihm den Rücken frei? Das wusste ich damals noch nicht.